Alexandra Freifrau von Bellichingen, Witwe Roman Herzog verstorben. Alexandra Freifrau von Bellichingen ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Den Tod der Witwe des ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog, 82, bestätigte unter anderem das Staatsministerium Baden-Württemberg auf der offiziellen Homepage. Darin würdigt der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobel, 62, CDU, von Berlichingen. Die Nachricht erfülle ihn mit großer Trauer, sie hat die Burgfestspiele in Jagsthausen über Jahrzehnte mit ihrer Würde, Eleganz und Grandezza geprägt. Von Bellichingen habe dabei das Rampenlicht nicht gesucht. Vielmehr die Festspiele weiterentwickelt und in ein neues Licht gestellt. Man behalte die Roman Herzog-Witwe als starke und beeindruckende Persönlichkeit in liebevoller Erinnerung. Die Gedanken seien bei der Familie von Berlichingen. Die aus dem Adelsgeschlecht der Fulteius stammende von Berlichingen war in zweiter Ehe mit dem früheren Staatsoberhaupt Deutschlands verheiratet. Roman Herzog starb im Jahr 2017. Zuvor war sie mit dem Bundeswehroberst Götz Wolf von Berlichingen verheiratet, der im Jahr 1994 verstarb. Aus dieser Ehe entstammen zwei Kinder. Nach dem Tod ihres ersten Mannes übernahm sie den Vorsitz der Burgfestspiele Jagsthausen, wo jedes Jahr auf einer Freilichtbühne das Johann Wolfgang von Goethe-Stück Götz von Berlichingen aufgeführt wird. 2020 zog sie sich aus der Geschäftsführung zurück. Auch für Roman Herzog war es die zweite Ehe. Seine erste Frau Christiane Herzog starb im Jahr 2000. Gut ein Jahr später nahm er von Bellichingen nach zuvor langjähriger Freundschaft zur Frau. Die beiden lebten gemeinsam auf der Burg Jagsthausen bei Heilbronn. Verwendete Quelle: STM Baden-Württemberg.